Guten Tag, Schlunsch YouTube Unterhaltung mit einem neuen Spiel, das da heißt God Mode. Mit dabei ist Hauke. Moin. Und Thomas. Hallihallo. Genau, das Spiel verfügt nämlich über einen wunderbaren 4-Mann-Koop oder 4-Frau-Koop-Modus. Tim hat keine Zeit, aber wir spielen das jetzt mal zu dritt. Hauke und ich haben das schon mal angespielt, war ganz witzig. Und ich bin hier der Neuling. Du bist der Neuling, genau. Deswegen musst du ganz doll aufpassen, was wir dir sagen. Nein, wir haben es ja nur eine Dreiviertelstunde oder so ausprobiert. Auf jeden Fall, wir sind hier schon in der benutzerdefinierten Lobby, um so ein Koop-Spiel zu erstellen. Das ganze Spiel ist vom Publisher Atlus und vom Entwickler Oldschool Games. Ich habe mal geguckt, irgendwie große bekannte Spiele hat Oldschool Games nicht. Also keine, die ich jetzt so kennen würde. Können wir einfach schon mal anfangen? Ja, machen wir gleich. Kannst du es ja gleich noch erzählen. Ja, du hast keine Zeit zum Erzählen, du musst ballern. Och. So, wir nehmen mal die Karte Festung. Schwierigkeit lassen wir mal bei, was ist denn hier, Silber, Gold, dann machen wir Bronze. So, und dann will ich mal eben hier die sogenannte Kadaver-Ausrüstung zeigen. Hier kann man nämlich seinen Charakter so ein bisschen erstellen. Wie ihr seht, ich habe hier so einen schönen Leichenschädel in so einer alten Uniform. Primärwaffe kann man hier auswählen, Sekundärwaffe. Und eine Fähigkeit zu meinem Schild. Und das Ganze, man levelt halt ein bisschen, indem man Erfahrungspunkte sammelt und Gold. Und dann kann man sich halt zusätzliche Ausrüstungsgegenstände und hier andere Skins quasi für Kopf, Körper und so weiter und so fort, kann man sich halt freischalten, damit er dann immer etwas interessanter wird, der ganze Charakter. Und das andere sind Schwüre, das weiß ich noch nicht so genau, was das ist. Hauke, hast du das irgendwie kapiert? Ja, das sind Verbesserungen. Aber du musst halt, also das Spiel wird dadurch schwerer, aber du kriegst halt mehr Erfahrung oder mehr Gold dadurch. Ja, okay, lass ich mal weg. Ja, würde ich sagen, klicken wir mal auf den Bereit. Habt ihr eure Charaktere schon soweit fertig? Ja, ne? Jo. Ich habe erstmal noch nichts geändert. Ich gucke erstmal, wie das Standard-Setting so abgeht. Du siehst Standard-Scheiße aus, also richtig eklig. Ey. Ich sehe aus wie im echten Leben. Ja. Wut sammeln durch das Ausschalten immer von so Gegnern. Nach so einer Wenn ja, tot würdest du bestimmt so aussehen. Ja, schöne Arbeitswoche. Nach einer gewissen Zeit. So, wir sind jetzt hier, warten auf andere Spieler, okay. Ja. So, der hat eine Hose an. So, jetzt kommt hier so ein kleines Intro. Oh, I just love the morning commute. Stop and go, stop and go, stop and go. While other cars honk endlessly and musically. Holding your hot coffee in one hand as you switch the radio with the other. But multitasking is no problem for a high-powered executive like yourself. Yeah! That is until you accidentally step on the accelerator, fly towards the guardrail and find, oh, what a mess. You've got a broken nose, broken tooth, a nasty rib there. Oh, and you're dead. Cool. Das ist ein netter Herr, der. Seinem Horn. So, hier, da sind wir. Ah, da seid ihr ja. Alle in einer Reihe. Wow. Ja, man muss die Mausempfindlichkeit, würde ich an deiner Stelle runterstellen. Ich habe die schon ganz sehr weit runtergestellt. So, dann bin ich mal ganz kurz in den Optionen. Wo sind die Monster? Wir müssen erstmal zu dieser ersten Statue. Ah ja, nee. Da kommen sie schon. Recht? Ja. Oh mein Gott! Weißt du, was ich bis jetzt schade finde, ist, dass wir noch keine Handgranaten haben. Es gibt zwar immer einen Granaten. Ob ihr nicht gewartet habt. Ja, gibt's noch genug, glaub mir das. Du wirst schon noch auf deine Kosten kommen. Ja. Ja, geh mal vor. Du bist der Jüngere von uns. Ja. Und diese Dinger bewirken was? Die grünen ist Munition, die roten Leben und die blauen Schild. Also quasi so eine Panzerweste. Und deine Zusatzfähigkeit lädt sich auf, indem du Gegner tötest. Einfach alles abschnetzen und einsammeln. Und immer schön mal rechtsklicken, wenn sie vor dir stehen. Und nicht das sterben. Tief. Ja, wenn ich rechtsklicke, dann visiere ich an, also. Ach so, ja, du hast du jetzt keinen Nahkampf mehr, oder? Doch, natürlich. Dann ist ja gut. Der ist sehr, sehr wichtig. So, seid ihr alle soweit, dann gehen wir jetzt durch dieses grüne Dings hier und kämpfen weiter. Ja, du hattest wahrscheinlich das Schild voll. Ja, jetzt müssen wir mal gucken. Jetzt kommt wahrscheinlich die erste Herausforderung. Oder? Oh. Du wirst... Ich hab's nicht lesen können. Was stand da? Ja, gute Frage. Ja, da ist die erste Herausforderung. Die erste Glaubensprüfung. Genau, Glaubensprüfung. Ah, der zufällige gewählte Spieler erhält den göttlichen... Ich hab den göttlichen Hammer!
Auf die Fresse! Beantwortet mir irgendjemand meine Frage. Was hast du gesagt? Wie man denn überhaupt sprintet. Jetzt fragst du wieder im Scheiß. Schickt sie alle zu mir! Otto, war es hinter dir? Okay, jetzt muss ich gleich. Jetzt hat der Frosch den Hammer. Hey, was? Jetzt. Was jetzt? Alter, guck gleich das Monster im Hintergrund mal. Habt ihr den schon gesehen? Ja, klar. Den ja, Krieger ganz am Anfang schon. Müssen wir den töten? Gleich. Ich hoffe so. Hier, Heilung. Sehr. Heilkreis, meine Fertigkeit. Hammer! Warum kriegt Thomas den denn nicht? Das will ich nochmal auch mal haben. Das tut mir leid. Brauch mal irgendwie Lebensenergie. Ich bin gefallen. Nein! Was ist denn denn los? Was ist denn los, sag mal? Ah, leert das Antipp-Messer. Ausweichen, ja, genau. Ja. Oh Mann. Haben wir hier voll erarbeitet, die Punkte, dann klaut er mir die. Oben die Harpien. Oh, man kann mit dem Hammer ja gar nicht. Nee, du musst irgendwie dreimal schwingen und dann schlägt er den so auf den Boden und macht Schaden. Jo, was Heilung? Lass uns mal vielleicht auch zusammenbleiben. I try. Klar. Ich habe jetzt diesen. Das, Alter, Scheißviecher. Hol die mal runter da. Ich kann die mit dem Hammer da nicht runterholen. Ich bin gleich schon wieder tot. Scheiße. Mit dem Hammer kannst du nicht sprinten. Das ist voll die Kacke. Nein. Scheitern hier schon in der ersten Prüfung, ey. Peinlich. Noch ist nichts verloren. Ich hab den Hammer. Diese Viecher, wenn die jetzt in der Luft angreifen, dann ist das abartig. Nein, man kann auch nicht ausweichen. Nee, man ist irgendwie. So toll ist der Hammer nicht. Nee. Ja, wir haben es geschafft. Schnell Heilung und alles einsammeln. Jo. Lauf. So. Wo seid ihr denn, ihr beiden? Thomas rennt hier rechts. Ich bin bei Thomas. Alles klar. Tomski. So. Müssen wir durch das Portal da vorne? Denke ich mal. Ja, ja. Das war auch keine Frage. Hast du angehört? Kann sein. Oh, hier. Cool. Alles klar. Cool, ein Tribug. Burg. Erfahrungsschub. Sehr gut. Oh, geil. Okay, go. Alles wieder machen. Machen. No. Oh, er kommt hier gleich zu! Scheiße! Okay, Nahkampf mit denen ist total scheiße. Yo, die haben mich niedergemäht. Scheiße. Ja, mit denen darfst du keinen Nahkampf machen. Nee, die haben mich eingekesselt, Schweine. Unterstütze ich meinem Hocke gegen den Großen. So, den haben wir. Oh, hier ist wieder irgendeiner, der diese Dinger durch die Gegend rollt. Scheiße, scheiße, ich häng an der Klippe fest. 2, 1. Toll. Die haben mich unter die Treppe gekickt, ey, und dann. Beziehungsweise ich bin da drunter gekegelt und dann, naja. Von links! Feuer! Ah, ich habe ihre Schwachstelle entdeckt. Ja? Ja, wurde. Ihre Köpfe sind sie machtlos. Gegen was? Ohne ihre Köpfe sind sie machtlos. Zurück! Ja. Was? Da oben waren also auch schon wieder rum, die Eulen. So, wir müssen uns mal um diese scheiß Kugelwerfer hier kümmern. Da oben drauf. Nein! Boah, das war elegant. Boah, Kugel.
Hier links ist was aufgegangen. Wir müssen unbedingt. Alter, da kommt halt was raus. Aber da müssen wir irgendwie hin, glaube ich. Das ist so ein grünes. Ein grüner Pfeil. Ring hier. Da müssen wir hin. Oh, Thomas, nein. Go, 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 go. Boah, was? Ich muss meine gesamte Steuerung noch überarbeiten. Ja, das. Ich habe hier was aktiviert, jetzt fängt der Tribok an zu schießen. Bam! Guck mal, ob ihr den anderen auch aktivieren könnt auf der rechten Seite. Ey, ich muss ja mal hinkommen. Oh, ein. Hey, hier ist so eine Rampe. Ich glaube in der Mitte. Ja, ja, da musst du irgendwas aktivieren. Vielleicht bei dem Tribok, da irgendwo ging so ein Tor auf vorhin. Und dann konnte ich da was aktivieren. Und dann hat er angefangen zu schießen. Gewicht, du. Nee! 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 Oh, musst du ein Leben haben, ein Schild. Ich brauche nur Munition. Ah hier, da klappt irgendwann hier diese Brücke runter. Jetzt. Jetzt müssen wir das gleich aktivieren. Kommt mal hier zu mir. Ey, ich habe hier gerade den Dicken am Wickel. Boah, scheiße. Oh, kack ab, ey. Stirb, 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 ihr Untoten. Okay. Instant tot bei der Brücke. Wir haben kein Leben mehr. Scheiße. Und ich bin. Alter, der Große. Nein, ich hab nur noch drei Leben. Der Große ist weg. Oh, das war knapp. Der Große ist weg. Nein, ich bin tot. Das ja, war's. Ja, der andere Große. Ihr müsst das ohne mich schaffen. Ihr? Ja. Ich dachte, du meinst nur Thomas. Thomas! Ja, ich bin mal gespannt. Wissen, wie man dem anständig ausweichen kann. Ah, das ist nicht so einfach. Toll, schön am Festhängen. Ich denke mal, das werden wir nicht schaffen. Ist hier irgendwo noch ein bisschen Rüstung? Da. Gut, dass nur ich aufnehme. Thomas, lauf mal in die Kamera. Nee, ich nehme auch auf. Achso, das ist gut. Ah, schlaues Kerlchen. Ja. Ja, er ist auch somit der klügste bei uns in der Gruppe. Was, sind die jetzt alle alleine fertig oder was? Der ganz dicke ist tot. Du musst rechts, wo das Tor runtergegangen ist, da rein und auf diesen grünen, dieses Ding da aktivieren. Da ist so ein grüner Pfeil. Zumindest war es auf der anderen Seite so. Und dann fährt der Rambock los und öffnet das Tor. Los, Thomas! Ja, und jetzt schießt er dann nämlich dahin. Und dann als nächstes müsstest du den Rambock wahrscheinlich aktivieren. Er schafft das auch alleine. Hauke, wir sind voll die Versager. Ja. Oh. Der Punktestand spricht. Wo soll ich jetzt? Eine andere. Aber es ist Frage. Wieder auf dem Feld, auf dem wir eben waren, ne? Ich weiß nicht, auf jeden Fall, so wie das aussieht, muss jetzt der Rambock irgendwie das Tor in der Mitte töten. Kaputt machen. Reinfahren. Zerstören! Ich weiß es nicht. Also irgendwann fahren die runter. Ich weiß nicht, müssen wir gucken, ob da irgendwo was ist. Oh, lauf doch mal weiter, ey. Sehen wir nichts. Schön dreimal hintereinander zum Boden geworfen, immer wenn er aufgestanden ist. Und nochmal. Hallo, bin ich. Und nochmal. Ich kann gar nicht mehr aufstehen. Nicht sterben. Und nochmal. Like. Was war das denn? Wir haben versagt. Sechsmal zum Boden geworfen. Oh, ich war 54 Abschüsse, 5 Tode. Ah, Hauke ist nicht so oft gestorben. Gestorben, gestorben. Du stammst von einem antiken Gott ab, dessen Blutlinie. Ja, das war unsere erste Runde von God Mode. Nicht so erfolgreich, wa? Nächste Runde müssen wir besser sein. Ja. Was habe ich denn? Ja. Match-Erfahrung, 484 Punkte. Sind wir wieder in der Lobby. Habe ich da irgendwas Neues gekriegt hier? Ich guck mal eben. Irgendwas genau. Ne, ich bin noch Level 1. Kadaver. Kadaver ausrüsten. Warte mal eben, ich glaube, dein Voice-Chat ist gerade wieder angesprungen. Ja. Ja. Ja, dann lass ich nochmal. Ne, ich hab dich stumm geschaltet. Geht schon wieder. Ah, danke, er hat mich stumm geschaltet. Halt die Fresse jetzt! Ich hab dich stumm geschaltet! Ich nenne ihn jetzt
wie ein echter Mann. Ja, okay, ich würde sagen, wir verabschieden uns und machen dann gleich die nächste Runde, wa? Alles klar. Vielen Dank fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Ciao. Tschüss.